Einen wunderschönen guten Hallo miteinander. Jetzt habe ich Schokolade an meinem Finger kleben. Ich habe euch... Ich habe euch gefragt, wie gut kennt ihr mich eigentlich? Sprich, auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht. Ich habe euch eine Frage gestellt, beziehungsweise ich habe euch mehrere Fragen gestellt. Und euch 3 bis 4 Antwortmöglichkeiten gegeben. Und habe geguckt, wie gut ihr mich sozusagen kennt. Und ich muss sagen, die Ergebnisse haben mich schockiert. Ich habe relativ easy angefangen mit der Frage, wie viele Accounts besitze ich eigentlich? Ich meine, es steht sogar in meiner Infobox. Klar, das kann nicht immer jeder... Oh mein Gott, wo laufe ich hin? Ich meine, das kann ja nicht zwingend irgendwie jeder wissen. Die meisten haben aber tatsächlich für 3 Accounts gestimmt. Das ist falsch. Es sind 4. Und trotzdem sind 38 Stimmen bei 4 Accounts. Das wäre die Minderheit. Es sind 2 amerikanische und 2 deutsche Accounts. Einer davon, also ja gut. Mein einer amerikanischer Account heißt auch Lina Leopardbun. Das kann eventuell zur Verwirrtheit geführt haben, aber es sind 4 Accounts. Die zweite Frage war, spiele ich SSO auch am iPad oder am Handy? Und da liegt ihr mit 77% richtig. Nein, also wirklich gar nicht. Ich kann das Interface hier schon kaum ab. Da ist es ja nochmal schlimmer, auch mit der Steuerung. Ich weiß, die haben da was abgeändert, aber für mich macht es irgendwie keinen Unterschied. Ich mag es überhaupt nicht. Ich habe es nicht mal auf dem Handy, obwohl ich ein iPhone habe. Auf dem iPad habe ich es tatsächlich runtergeladen, aber ich glaube, da gehe ich nur in den äußersten Notfällen online und ich wüsste jetzt nicht mal einen. Bin ich in einem Club oder... Nee, was war die Frage? Scheiße. Die Frage war, bin ich in einem Club? Die meisten meinten ja, das waren 92 Stimmen, but actually bin ich in keinem Club. Also ich bin schon länger nicht mehr in einem. Wenn ich einen haben wollen würde, würde ich einen eigenen gründen. Aber dazu fehlt mir einfach die Zeit im Moment. Ich hätte einen in Planung, aber wir wollen keine halben Sachen machen. 25% haben für ich bin in einem Team gestimmt. Mal kurz runter, das ist ein Moment. Ich bin auch in keinem Team. Ich bin komplett Club- und Teamlos. Die nächste Frage wurde dann etwas privater. Es ging um, welches mein Lieblingsauto ist, beziehungsweise welches ich auch gerne mal hätte. Das war ein ziemliches nahes Beieinander. Nahes Beieinander ist überhaupt ein deutscher Satz? Wir wären bei 45% mit bei einem weißen Audi A6 Avant. Mit 43% bei einem grauen Mercedes AMG GT 63S. Und mit 12% bei einem weißen Toyota Yaris GR. Und der ist es auf jeden Fall nicht. Genauso wenig wie der Mercedes. Mein Herz brennt für Audi. Warum muss ich den ganzen Käse auch leisten können, Freunde der Sonne? Dann mache ich, wenn dieses Video rauskommt, eine Ausbildung. Ich habe wieder eine Ausbildung begonnen, nachdem ich meine alte leider... Da gab es keine Hoffnung mehr drin. Hier sind einfach keine Möglichkeiten und damals musste ich sie abbrechen. Schade. Aber was will man machen? Und ich habe euch gefragt, was mache ich jetzt für eine Ausbildung? Ich habe es euch noch nicht verraten. Und die meisten meinten, immer noch zum Grafikdesigner. Nope. Das kann ich für mich privat immer noch machen. 17% meinten zur Bürokauffrau. Das war auch im Raum gestanden. Aber tatsächlich habe ich jetzt eine Ausbildung angefangen zur Einzelhandelskauffrau. Überrascht mich irgendwie selber, weil ich mir damals jedes Mal gesagt habe, ich würde das niemals machen. Jedoch bin ich ein Mensch mit Perspektive. Und wenn ich eine große Perspektive für die Zukunft sehe, reizt mich das sehr. Und da ich in dem Bereich bereits Erfahrungen habe, hat dagegen auch überhaupt nichts mehr gesprochen. Vor allem, weil ich die Möglichkeit jetzt einfach hatte, kurz vor knapp, trotzdem für dieses Jahr noch eine Ausbildung machen zu dürfen. Da bin ich jetzt ein bisschen schockiert darüber. Und zwar habe ich euch nach meinem Sternzeichen gefragt. Kennt meinen Charakter? Ihr kennt eventuell meinen Geburtstag. Okay, ich habe dieses Jahr meinen Geburtstag kein Special, glaube ich, hochgeladen. Mein Geburtstag war dieses Jahr ein bisschen unspektakulär. Aber es ist eigentlich nicht schwer, das rauszufinden. Trotzdem meinten 39%, ich sei Löwe. 35%, ich sei Widder. Und 25% Zwilling. Freunde, ich bin Zwilling. Weiter geht's mit meinem Lieblingstier. Das ist ein bisschen schwieriger tatsächlich jetzt, weil ich dort Tiere aufgezählt habe, die ich auf jeden Fall mag. Aber eins davon ist halt doch mein Favorite. Da hattet ihr mal wieder nicht recht. Ich liebe zwar Axolotl, ich habe auch Axolotl, aber mit 157 Stimmen lagt ihr bei Axolotl falsch. Es ist der Lux. Eichhörnchen finde ich auch super toll. Ich habe damals eins großgezogen, aber der Lux ist... ja, was ist das denn? Mein Spirit Animal. Welche Social Media Kanäle betreibe ich aktiv? Instagram, TikTok, YouTube, Instagram, YouTube, Twitter oder YouTube, OnlyFans und Insta. 98% lagen richtig, 2% gingen an
Instagram, YouTube und Twitter. Und wirklich gar keiner hat damit gerechnet, dass ich betreibe aktiv auf jeden Fall Instagram, TikTok und YouTube. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das Video wollte ich eigentlich schon eher hochladen, aber Zeit war nicht vorhanden. Deswegen kommt das erst jetzt. Meine Frage war, wohin gehe ich in den Urlaub? Beziehungsweise ich formuliere die mal um. Wo war ich im Urlaub? 41% dachten, ich wäre in Kreta. Schön wäre es, aber ich war da nicht. 66% dachten, nee, Schmarrn. 32% dachten, ich wäre in Amsterdam. Da war ich tatsächlich auch nicht. Ich war am Gardasee. Ich war zuvor noch nie in Italien. Ich weiß, das ist total Standard für uns Deutsche. Man hat sich auch gefühlt wie in Deutschland. Alle haben Deutsch gesprochen. War ja wirklich wild. Wenn ich reich wäre und Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich mir kaufen? Wieder eine Riesengarage, eine Katzenpension oder ich würde ein eigenes Spiel entwickeln. Schon ein bisschen schwierig, weil alle drei Sachen tatsächlich für mich sehr ansprechend wären. Aber ich tendiere stark dazu, eine eigene Katzenpension irgendwie zu bauen. Das ist schon so ein kleiner Traum gerade vielen Katzen, die kein Zuhause mehr haben oder was weiß ich, die sonst Probleme hätten, ein neues Zuhause zu schenken, beziehungsweise eine Auffangstation zu sein. Und zum anderen, wenn Leute in den Urlaub fahren, den Katzen ein Hotel sozusagen zu bieten. Das Coole wäre, das Ganze in Richtung Katzencafé dann noch so ein bisschen umzustrukturieren. Was dagegen spricht, ist halt echtes Geld. Sonst ist es ein sehr großer Traum, aber es ist sehr weit weg. Schön wäre es trotzdem. Eine Frage, die ich vor den vom Urlaub gestellt hatte. Was ist denn da eigentlich passiert? Eine Frage, die ich vor dem Urlaub gestellt hatte, die von einer anderen Person im Urlaub angezweifelt wurde, die jetzt einfach aufgeklärt wird. Bin ich noch in einer Beziehung? Ich mache das Ganze einfach nur nicht so öffentlich. Mein Freund möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen, was ich komplett respektiere. Er möchte das nicht. Kein Thema. Ich muss auch nicht alles so in die Öffentlichkeit ziehen. Ich stehe jetzt schon mehr oder weniger klein in der Öffentlichkeit. Auf der Gamescom wäre ich erkannt worden, wäre ich da gewesen. Ich wurde gefragt bereits, ob man sich da trifft, ob man sich treffen kann. Ich halte ihn einfach nur aus dem Ganzen raus. Es ist sein Wunsch, ich respektiere das. Es ist auch vollkommen okay. Und daher, klar, es kann bestimmt noch irgendwann wieder ein Video mit ihm kommen, so ist es nicht. Aber ist jetzt nicht der Hauptbestandteil des Ganzen. Aber ja, Felix gibt's immer noch. Linie aus dem Schnitt meldet sich mal wieder zu Wort. Selbst wenn es nicht der Fall wäre, also wenn wir die Beziehung beendet hätten, muss man sich nicht daran ergötzen? I mean, es muss auch nicht immer direkt was vorfallen, wenn man eine Beziehung beendet. So von wegen, manchmal lebt man sich auseinander, man kann trotzdem noch gute Freunde sein. Ich erlebe das in meinem Freundeskreis auch mit, weil es ja hieß, ob die noch zusammen sind und es wird schon seine Gründe haben, wenn nicht. Boah. Solche Sätze habe ich das letzte Mal gehört, da war ich in der 6. Klasse. Und die Frage aller Fragen, die wird sich häufig irgendwie gestellt. Wie viel verdient man, beziehungsweise verdiene ich eigentlich mit YouTube? Es gab drei Auswahlmöglichkeiten. Einmal 50 bis 90 Euro, dann 90 bis 150 Euro, dann 150 bis 300 Euro. Da war man sich ziemlich unsicher. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Die meisten waren... Schlag hier mein Mikro gerade. Die meisten waren von 90 bis 150 Euro. Das ist zum Beispiel im Dezember tatsächlich der Fall bei einem Adventskalender. Aber das war bisher nur einmal so. Ich verdiene nicht viel. Es ist einfach eine kleine Nebensache. Ich verdiene tatsächlich nur so 50 bis 90 Euro. Das ist auch vollkommen okay. Alles, was ich hier sage, tue und mache, mache ich, weil es mir Spaß macht. Es ist ein netter kleiner Nebenverdienst. Ich nenne es immer Taschengeld. Wenn ihr mal Lust auf so einen zweiten Teil habt, also nicht mit den gleichen Fragen, aber jetzt mit anderen Fragen, könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben und dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und ciao, Kakao.